Wir sind zurück bei Baldur's Gate 3. Wir hatten so viel Spaß letztes Mal. Und wenn wir uns die Map anschauen, haben wir schon richtig viel erledigt. Wir sind hier unten abgestürzt und angekommen, haben uns das gesamte Flugobjekt angeschaut, haben hier alles erledigt, waren dann hier in der Kapelle drin, haben auch hier, ich hoffe mal, alles erledigt. Und jetzt wollen wir hier oben heute weitergehen und schauen, was wir dort noch so entdecken können. Das bedeutet, wir gehen mal in den alten Siegelkreis rein und portieren uns mal hier hinten hin. Es sieht so toll aus, sagt Katoni. Ja, absolut. Es ist ein wunderschönes Spiel, was richtig viel Spaß bringt. Es ist einfach nur großartig. Es ist einfach nur großartig. Und hier haben wir noch nichts gesehen, was hier los ist. Jetzt ist natürlich die große Frage, wollen wir jetzt wirklich weitergehen? Denn wir haben auf Firovin keine Zauberplätze mehr. Auf ihr noch zwei. Ich glaube, bevor wir jetzt hier weitergehen, rasten wir doch nochmal. Wir hatten uns letztes Mal dafür entschieden, nicht zu rasten. Ich würde es jetzt tatsächlich lieber machen wollen. Komm, lass uns eine lange Rast nochmal machen. Dann können wir mit den Leuten nochmal reden. So wollen wir das machen. Ja, wir wollen einmal rasten, um Zauberplätze und Trefferpunkte wiederherzustellen. Und hier ist das Lager aufgeschlagen worden. Endlich mal nicht in diesen stickigen Katakomben von der Kapelle, sondern wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen unterm freien Himmel wieder agieren. Und unser Astarion möchte was. Ja, das könnte schon wieder unser erster großer Fall für den Twitch-Chat werden. Ihr werdet höchstwahrscheinlich jetzt gleich entscheiden können, was es jetzt gleich weiter gibt. Vielleicht ja einen kleinen Snack, Astarion. Wir sprechen mal mit dir. There you are. I was just thinking about you and that delicious moment we shared the other night. Da seid ihr. Ich habe gerade an euch gedacht und an unseren köstlichen Moment gestern Abend. Als ihr mich gebissen habt. Ich versuche nochmal hier das Tool auszuprobieren. Schaut mal, ob es funktioniert bei euch. Als ihr mich gebissen habt, bewahrt die Erinnerung, es wird nicht wieder vorkommen. Wir können ihm also sagen, komm, es wird nicht wieder vorkommen. Das wäre mein persönlicher Favorit. Oder köstlich, ihr habt mich getötet. Nochmal jetzt, nachdem wir eine Nacht drüber geschlafen haben, nach der Wiederbelebung, hatten wir keinen klaren Kopf. Wir konnten nicht klar mit ihm kommunizieren. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, ihm nochmal richtig das Ganze unter die Nase zu binden, ihm zu sagen, hey, das war nicht in Ordnung von dir. Wir sagen, köstlich, ihr habt mich getötet. And I am deeply sorry. I was overeager. But can you blame me? You were my first. In all these years, I've only ever fed on beasts. Drinking the blood of thinking creatures is a different thing entirely. You were delectable. And now I can't help but wonder how the others taste. Okay, wir waren seine Nummer 1. Wir waren einfach zu köstlich. Deswegen musste er an uns schnuppern und schlabbern. Und jetzt fragt er sich, wie die anderen schmecken. Er hat uns versprochen, dass er sich nicht an den anderen vergehen wird. Und jetzt zeigt er schon wieder sein wahres Gesicht. Er fragt sich jetzt doch, wie die anderen schmecken. Wir lassen dich einmal an uns kosten und verköstigen, aber wenn du die anderen anfäst, dann bist du tot. Oh, you're a sweetheart. But you don't need to worry. I'm just thinking out loud. Take Gale, for example. He strikes me as someone whose blood is rich, refined, like well-aged brandy. But Shadowheart, I have no idea. How do you think our little enigma would taste? Aber Schattenherz, keine Ahnung, was meint ihr, wie unser kleines Mysterium schmecken würde? Wie etwas, das einen umhaut? Absinth aus Karl Lims Hahn vielleicht? Ich würde ein Bier vorziehen, wenn es euch einerlei ist. Wir führen kein Gespräch, gute Nacht. Ich weiß jetzt natürlich nie, wie ich diese Zahlen hier werten kann. Schreibt mal alle in den Chat rein. Okay, ihr seid für die 1. Wie etwas, das einen umhaut. Absinth aus Karl Lims Hahn. Ihr wisst, dass ihr damit sie nur schmackhaft macht, oder? Well, that sounds very appealing. I'm almost convinced.
Es ist doch alles theoretisch gemeint, oder? Starrt die Leute nicht an, ihr macht sie nervös. Könnte ich euch bewegen, jemanden zu töten, der weniger nützlich ist? Ja, okay. Starrt die Leute nicht an, ihr macht sie nervös. Relax. We're just talking. So, in the spirit of theoretical questions, if you had to take a bite from one of them, who would it be? Er fragt uns rein theoretisch, wenn wir jemanden anknabbern müssten, wen würden wir denn essen? Wir könnten sagen, fragt ihr mich wirklich, welchen eurer Gefährten ich essen würde? Gale, keine Frage. Wenn ich müsste, Schattenherz. Euch würde ich wählen. Die Eins hat einen ganz kleinen Vorsprung. Fragt ihr mich wirklich, welchen eurer Gefährte ich essen würden? Oh, nein. Nein. Don't be disgusting. I just mean a sip of their blood. No mastication required. Er sagt nur ein Schluck Blut, kein Kaufvorgang. Doch kein Kaufvorgang, nur ein Schluck Blut. Und wir bleiben bei der Wahl, wir brauchen das nicht nochmal abstimmen. So genug geredet. What? I was only making conversation. Honestly, you have no sense of fun. Okay, Astarion ist nicht glücklich darüber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch wirklich nicht das Verlangen, ihn glücklich zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gale! How can I help? Wie kann uns helfen? Ja, gar nicht, leider. Keine neuen Möglichkeiten. Wir probieren es nochmal mit Schattenherz. Wo bist du denn? Schattenherz? Hier hinten. Oh, sie kann sogar mit uns reden. Ui, schaut mal. Ist das das Artefakt? Zeigt sie es uns jetzt vielleicht? Something's wrong. I feel. Ah, it hurts. Darkness, protect me. Dunkelheit, beschütze mich. Schattenherz hat irgendein Problem. Oh nein. Seid ihr verletzt? Ja, ich entscheide es mal kurz. Bei happigen Sachen frage ich euch. No, I'm fine. Forget it. Nein, alles in Ordnung, vergesst es. Jetzt die Frage, was war denn da los? Oder die Dunkelheit beschütze mich? Was soll das heißen? Eins oder zwei? Weil wenn wir jetzt eins von den beiden anwählen, könnte es sein, dass wir das andere nicht mehr nachfragen können. Okay, dann fragen wir, Tobi ist auch für die Eins, dann fragen wir ganz allgemein, was war denn da los? I don't know. Sie weiß es nicht. Wir könnten in ihre Gedanken eindringen, aber Vorsicht, Vorsicht. Wir wissen, dass sie das mitbekommen kann und sie könnte dann sehr, sehr enttäuscht sein. Könnte es ihre Larve sein? Sie fragen, wie es ihr geht. Ich schätze mal, es ist das Artefakt. Oder wir wechseln das Thema. Loken da ist für die zwei. Okay, ihr seid euch einig. Wir dringen nicht in ihre Gedanken ein. I'm fine. It's past, whatever it was. And stop looking at me like that. I'm not sprouting tentacles just yet. Noch wachsen hier keine Tentakel. Okay, wir haben uns dagegen entschieden. Das heißt, wir wechseln das Thema. Und wir können nochmal nach der Dunkelheit fragen. Das machen wir mal. It's difficult for me to talk about. I'm sorry. Okay, es fällt ihr schwer, darüber zu reden. Wollen wir sie überzeugen? Oder wollen wir weggehen? Eins oder drei? Überzeugen oder weggehen? Okay, ihr seid für überzeugen. Okay, dann machen wir das. Und dann müssen wir einmal werfen. Leider können wir nicht ihren Bonus nehmen, weil es gegen sie geht. Das wäre sehr witzig, wenn das gegangen wäre. Wir haben sogar zwei Würfel, aber Schwierigkeitsgrad 18. Also richtig, richtig schwer. Dann sollten wir den Freunde-Vorteil mitnehmen. Das ist einer unserer Zaubertricks, die wir einst mitgenommen haben. Und dann... Warte, dann haben wir nur noch einen Würfel. Sehe ich das richtig? Okay, das ist jetzt interessant. Mit Freunde... Ja. Da
könnte sie auch wissen, dass sie bezaubert wurde. Nehmen wir Freunde mit weg, weil wir hier natürlich auch zwei Würfel haben. Das ist besser. Lieber zwei Würfel als einen Wurf und hier bei Freunde könnte sie sogar mitbekommen, dass sie bezaubert wurde. Dann gehen wir mit zwei Würfeln. Schwierigkeitsgrad 18 könnte sehr gut sein, dass uns das nicht gelingt. Oh mein Gott. Leider gescheitert. Please, it's nothing. Just let it rest. Okay, wir haben kein Problem gehabt mit ihr. Also sie hat sich jetzt nicht schlecht gefühlt dadurch. Alles gut. Aber wir sind auch nicht weitergekommen bei ihr, weil das leider nicht geklappt hatte. Okay, dann gehen wir zu Bett. Und werden uns ein bisschen ausruhen und nehmen natürlich ein paar Lagervorräte und gehen auf eine lange Rast. Und wir wurden nicht gebissen. Und wir wurden noch nicht gebissen. Das ist erstmal eine gute Sache. Sehr stark. Gibt es hier irgendjemand mit einem Ausrufezeichen? Nein. Euch geht's allen gut. Das bedeutet, wir verlassen das Lager und jetzt geht's weiter mit unserem Abenteuer. Das wird großartig. Das wird jetzt richtig großartig. Oh doch, jetzt können wir mit Schattenherz nochmal reden. Okay, super. Dann machen wir das. I know that look. You're wondering why I was in pain before. Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. It's just something I have to live with. Okay, richtig cool. Wir waren nicht so aufdringlich, wir sind nicht in ihren Geist eingedrungen. Und jetzt öffnet sie sich sogar von sich aus. Das haben wir gut gemacht. Das war sehr gut von uns. Wir können jetzt fragen, wie sehr es weh tut. Seid ihr sicher, dass es nicht mit den Larven zusammenhängt? Ja, ich hätte sowieso von vornherein gedacht, dass es das Artefakt ist. Dich anderen Dingen zu wenden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die 1 nehmen, oder? Ich guck nochmal ganz kurz, was ihr sagt. Ja, okay, sehr gut. Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Okay. Dann wenden wir uns anderen Dingen zu. Wir wissen, dass es nichts mit den Larven zu tun hat. Das wäre Quatsch, wenn wir das fragen. Okay. Und hier hatten wir uns letztes Mal schon für entschieden, dass wir die beiden Sachen nicht fragen, weil sie möchte nicht unter Druck gesetzt werden. Dann respektieren wir das. Und hier haben wir einen zertrümmerten Käfig. Wir hatten hier auch irgendwo ein Netz, oder? War hier nicht irgendwo ein Netz? Ja, hier war ein Netz. Okay, es könnte sein, dass hier vielleicht auch irgendein Tier lebt. Und hier oben ist jemand. Wir gehen heute mal rechts rum. Wir sind letztes Mal immer links rumgegangen. Heute gehen wir mal rechts rum. Und gucken mal, wer hier steht. Ui. Und let the goblins have it? No. We take it to the grove. Sie haben hier Laesiel gefangen. Das ist die, die wir auf dem Schiff gefunden haben, getroffen haben. Mit der wir zusammenkommen sind. Ja, die sollten wir befreien. Sollten wir einfach angreifen oder erstmal mit denen reden? Ich würde sagen, erstmal reden. Vielleicht kommen wir hier normal vorbei. Yellow is a toad, twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Sie sagte uns, werdet sie los. Okay. Warum sollte ich euch helfen? Keine Sorge, ich lasse sie verschwinden. Diese Kreatur ist gefährlich. Verschwindet und überlasst sie mir. Wir könnten sie täuschen. Wir könnten sie aber auch überzeugen. Schießt sie runter. Wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann. Oder wir greifen sie einfach an. Wofür seid ihr? Eins, warum sollte ich euch helfen? Also erstmal sie konfrontieren. Zwei,
keine Sorge, ich lasse sie verschwinden. Auf die eine oder andere Weise. Wollen wir sie täuschen, überzeugen oder direkt angreifen? Oder sie einfach schmoren lassen, das geht natürlich auch. Dann entscheide ich und wir fragen erstmal nach. Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Ja, Schattenherz sagt natürlich, wir können sie nicht mitnehmen, wir können ihr nicht vertrauen, weil sie Schattenherz zurücklassen wollte. Aber man muss auch dazu sagen, Schattenherz war zu dem Zeitpunkt irgendeine random Person für Laesiel. Das kann man ihr nicht verübeln, dass sie Schattenherz zurücklassen wollte, wirklich nicht. Okay, ihr seid für Täuschen, dann täuschen wir. Diese Kreatur ist gefährlich, verschwindet und überlasst sie mir. Und wir haben einen Würfelwurf. Und wir können die göttliche Führung von Schattenherz mitnehmen und den Freundevorteil. Und dadurch bekommen wir sogar einen zweiten Würfel dieses Mal. Und bekommen den Würfel, der die höhere Zahl würfelt. Schwierigkeitsgrad 10. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das klappt. Oh nein! Das könnte knapp werden. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Nur mit den Vorteilen hat es geklappt. Oh mein Gott. She's right. Let's go. We need to check out that blast. Und er hat es gekauft. Er hat sofort gefressen. Was für blöde Leute hier. Eine Explosion, drückt euch genauer aus. You didn't hear it. Shook our camp good, so we came for a look. Nicht mitgekriegt, hat unser Lager gut durchgeschüttelt. Wo liegt dieses Lager? Ja, das ist eine Frage, die ich sehr gerne stellen möchte. Wir müssen wieder hier rein. Wir würfeln einmal. Das sollte klappen. Ja, das klappt auch. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Okay, super zu wissen. Get me down. Gut zu wissen. Also, wir wissen jetzt, im Nordwesten ist das Lager dieser Leute. Und Nettie ist eine Heilerin. Sie kann jede Wunde heilen. Ob sie auch den Wurm rausbekommt, ich weiß es nicht, aber wir sollten auf jeden Fall nach diesem Strohhalm greifen. Und uns wurde gesagt, alles voller Goblinfallen. Ja, sollten wir machen. Und ja, wir können sie einfach runterlassen oder wir könnten sagen, sag schön bitte. Oder wir gehen einfach weg. Lukinda hatte nochmal gefragt, warum war Schattenherz dagegen, sie mitzunehmen? Weil wir auf dem Schiff mit ihr zusammen waren und sie meinte, es ist keine Zeit, hier noch Leute zu retten. Lass uns schnell runter vom Schiff. Und wir haben uns dann dafür entschieden, nein, wir wollen Schattenherz retten. Und das hat Schattenherz ihr natürlich übel genommen, weil sie nicht die Zeit aufbegehren wollte. Aber wie gesagt, für sie war es ja auch einfach eine random Person, die da gerettet wird. Ich kann es ihr tatsächlich nicht verübeln. Ihr seid für die zwei. Okay, alles klar. Sagt schön bitte. Oh Gott, sind wir... Sie wird das nicht feiern, ihr Lieben. Sie wird das nicht gut finden. Sagt schön bitte. Never. Observe and listen. You'll hear goblins before you see them. As you say. Und sie sagt, ich werde niemals bitte sagen. Und ist jetzt weiterhin hier drin. Können wir das hier oben abschießen? Ist das möglich oder müssen wir es über einen Dialog machen? Anscheinend über einen Dialog, oder? Naja, hier die Basis könnten wir zerschießen. Wir machen das, oder? Ich glaube schon, wir machen das schon. Sehr schön. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage.
Okay, es scheint sich tatsächlich so ein bisschen eine Rivalität zwischen Schattenherz und Laesiel zu entwickeln, was ich sehr interessant finde und sehr cool finde. Schattenherz sagt, Vorsicht, sie betrachtet Freundlichkeit offenbar als Schwäche. Lasst ihr bloß keinen Vorteil. Mhm. Was genau ist eine Krippe, könnten wir nachfragen. Ein schlichtes Danke wäre nicht verkehrt, das wird sie eh nicht machen, wissen wir. Ja, reisen wir zusammen und suchen diese Krippe. Ich glaube, wir gehen getrennte Wege. Wir fragen erstmal nach, oder? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Gaith tadpole, we must report to Augusto for purification. Okay, also sie hat anscheinend auch einen Plan. Es gibt eine Art Läuterung beim Gastil, wenn man mit einer Larve infiziert ist. Das heißt, wir haben schon zwei Strohhalme, nach denen wir greifen können. Ob die jetzt wirklich helfen gegen die Larve, wissen wir nicht, aber wir können es ja zumindest versuchen. Wir sollten es auf jeden Fall versuchen, irgendwie, auch nur in geringster Weise, dagegen was zu machen. Wollt ihr ein Danke hören oder wollt ihr nur zusammenreisen? Also wir haben ja schon gesagt, zusammenreisen ist, glaube ich, eine gute Sache. Eins oder zwei. Wollt ihr noch ein Danke hören von ihr? Nein, wollt ihr nicht. Plumikon sagt auch, je mehr Strohhalme, desto besser. Absolut. Okay, wir gehen mit ihr zusammen. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Ihr seid zu viel, entlasst euren schwächsten Krieger. Okay, dann warte in meinem Lager. Und das nächste Mal, wenn wir rasten, entscheiden wir, wen wir mitnehmen. Very well. But heed my words. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Ich sag euch auch, warum es gut ist, dass sie erstmal im Lager ist. Und zwar, weil wir ja jetzt tatsächlich erstmal gen Nordwesten gehen werden. Also hier gleich lang gehen werden, um zu der Heilerin zu gehen. Zur Nettie. Und wir haben den Leuten ja hier gesagt, dass wir dieses Biest hier töten werden. Wir können da nicht einfach mit ihr da reinspazieren. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Aber wir können definitiv drüber reden, wenn wir das nächste Mal rasten, ob wir dann Arshtarion austauschen gegen Laesiel. Das können wir durchaus machen. Wir haben hier noch einen Drachenei-Pilz. Und einen Kurzbogen. Das gefällt mir. Was gibt es hier oben noch? Ui, da gehen wir nochmal hoch, weil das hier ist nochmal die andere Seite von der Kapelle, wo wir ja schon waren. Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal kurz anschauen, ob wir hier irgendwas noch finden können. Damit wir den Ort quasi auch abgeschlossen haben. Okay, hier gibt es tatsächlich nicht viel, aber hier hinten ist so eine komische Truhe. Der Kapelleneingang. Oh, wir hätten hier sogar von vornherein lang gehen können. Okay, alles klar. Ja, die Holzkiste. Da können wir nochmal looten. Okay, dann gibt es hier tatsächlich gar nichts mehr zu holen. Dann hätten wir auch hier rüber zur Kapelle gehen können. Interessant. Sehr, sehr schön. Und dann wollen wir jetzt hier erstmal nach Nordwesten. Und das ist auch anscheinend der richtige Weg. Um dann zu Nettie zu kommen. Zur Heilerin im besten Fall. Und wie gesagt, da ist es gut, wenn wir Laesiel nicht dabei haben. Hier gibt es noch einen Weg runter. Den schauen wir uns auch nochmal kurz an, bevor wir nach Nordwesten gehen. Damit wir hier wirklich alles geklärt haben. Ich drücke auch immer wieder Alt, damit uns angezeigt werden würde, wenn es irgendwas gäbe, was wir mitnehmen können. Aber so richtig viel Loot gibt es hier nicht. Nee. Das soll Arshtarion entschärfen. Mit der göttlichen Führung, bitte. Und das hat geklappt. Sehr schön. Und Lokendar würde ganz gerne den Charakterbogen sehen von Laesiel. Ich glaube, den können wir erst sehen, wenn wir sie im Team haben.
Dann schauen wir uns den später an. Erinnere mich im besten Fall nochmal dran. So. Also wir werden jetzt hier viele Fallen finden, höchstwahrscheinlich. Und wir werden vielleicht auf Goblins treffen. Und eine Schaufel. Oh, eine Schaufel. Ja, wir werden jetzt nachschaufeln. Sehr schön. Eine Holztruhe. Ein Blutstein und Gold. Wisst ihr noch, wo die anderen Haufen waren? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, wo die anderen Erdhaufen waren. Ja, gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Da müssen wir vielleicht früher oder später eh nochmal vorbei. Aber sehr cool. Wir haben jetzt eine Schaufel und können jetzt Erdhaufen ausgraben. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig, richtig genial. Jetzt ging es hier rechts lang oder geradeaus. Wir müssen ja nach Nordwesten. Aber hier rechts scheint es nicht weiter zu gehen. Das heißt, wir gucken uns trotzdem einmal rechts an, was wir hier finden. Wir müssen weiterhin aufpassen auf Fallen und auf Goblins. Uns wurde ja extra gesagt, dass hier Goblin-Fallen sind. Dann will ich hier auch nicht einfach reinrennen. Das Spiel ist ja gnadenlos. Okay, und hier haben wir noch einen Siegelstein, Schnellreisepunkt. Ja, großartig. Das ist cool. Und hier geht es dann nicht mehr runter, es sei denn, wir hätten Federfall. Okay, cool. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Schnellreisepunkt geholt. Und wie sieht es hier aus? Hier gibt es auch gleich nochmal eine Gabelung. Ich habe echt ein bisschen Angst vor den Goblin-Fallen. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gate, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please! There's no time! By the nine hells! Open the gate! Ich liebe den jetzt schon. Was ist das für ein cooler Charakter? Und wie lieb, dass die hier wirklich noch das Tor geöffnet haben. Damit hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Wie cool. Ja, da helfen wir doch direkt. Na okay, sie wollten zumindest das Tor öffnen. Es ist jetzt nicht offen, aber wie cool, dass sie zumindest hilfsbereit waren. Ashtarion, du bist der Erste, der nach vorne kann. Und du kannst schon mal... Komm, jetzt machen wir das mal mit der Ölflasche. Du wirfst jetzt mal hier ein bisschen... bisschen Fett hin. Sehr schön. Zug beenden. Kritischer Fehlschlag, obwohl der am Boden liegt. Was bist du denn für eine Bogenschützin? Ja, schon ein bisschen traurig. Und jetzt ist unsere Vieh... Nee, unsere... Unsere Schattenherz ist dran. Schattenherz, du hast auch einen Feuerzauber. Das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spaßig. Jawoll! Brennt, ihr dreckigen Feinde. Zu beenden. Wer ist er denn eigentlich da oben? Er ist richtig cool. Will. Ich mag ihn. Hier oben sind auch noch Feinde. Kriegen wir den vielleicht mit so einem magischen Geschoss? Jawohl.
Also wie viel Schaden machen wir eigentlich? 6 bis 15. Kriegst du 2 ab und der hier hinten kriegt auch noch einen ab. Okay. Beide nicht gestorben, aber beide stark angeschlagen. Immerhin etwas. Und Firovin, du bleibst mal ein bisschen hinten. Du hast nur 12 Lebenspunkte. Und Zeflor hilft. Guter Mann. Super lieb von ihm. Er sammelt die Truppen. Stark. Cool. Was für ein cooler Kampf. Gefällt mir. Ja, sehr schön. Vielleicht schaffen wir das ja sogar, dass niemand stirbt. Okay, wir wurden geschmiert da unten. Cool, wie alle zusammenhalten, sagt Dan. Ja, absolut, oder? Richtig cooler Moment gerade. Wir gehen mit unser Magiern auf das Schild, klar. Die hat keine Lebenspunkte, da sollte sie nicht getroffen werden. Oh, das wäre so schön, wenn alle überleben würden. Wir sehen hier oben, ein paar sind schon stark angeschlagen. Aber vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Hier ist noch ein Vork, der scheint ziemlich stark zu sein. Aber als nächstes ist Gale dran. Und Gale kann in der Tat ja ein bisschen was anrichten. Aber der kommt nicht so nah ran, leider. Hast du hier irgendeine Möglichkeit? Donnerwoge hat eine geringe Reichweite. Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten gerade, leider. 1 bis 10 Schaden. Wäre 1 bis 12 Schaden besser. Wir können auch jemanden zum Schlafen bringen. Macht das bei irgendjemandem Sinn? Ich weiß es nicht. Lieber angreifen. Sehr stark. Oh, Gale hat ihn getötet. Das war gut. Und wir sind jetzt selber auf Fett hier. Ach, das hat das Schmieren bewirkt. Okay, das habe ich jetzt leider erst gesehen. Aber nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Hier brennen die Goblins weiterhin. Fehlschlag, sehr gut. Der Vork greift ihr Bart an. Arshtarion. Hüpf mal rüber. Und vielleicht können wir hier schon den ersten Goblin töten. Das wäre schön. Wir machen 4 bis 9 Schaden. Der hat hier noch 4 Leben. Versuchen wir den mal zu töten. Und das hat fehlgeschlagen. Verdammt. Okay, das ist blöd gelaufen. Rhaenyra greift an. Schattenherz. Auch du springst hier mal raus. Ich finde das so cool mit diesen Sprungsachen und so. Aber das kennt man ja auch aus Divinity etc. Und gibst dir jemanden, den wir heilen müssen. Du hast noch 16 Leben. 18 Leben. 17 Leben. 18 Leben. Okay, wir brauchen niemanden heilen, sonst hätte ich das auch gemacht. Weil ich das cool finde, wenn wir das hier alle unbeschadet überstehen könnten. Und jetzt könnten wir ja, mit dem lenkenden Geschoss arbeiten. Vielleicht auf den Vork. Boah, 36 Schaden. Wir haben den Vork getötet, der noch 20 Lebenspunkte hatte. Stark gemacht, Schattenherz, du bist es einfach. Krass. Das war richtig heftig. Das sah auch heftig aus. Firovin, auch du wirst hier mal runterspringen. Und dann nehmen wir nochmal die magischen Geschosse. Also den können wir töten. Ihn können wir töten. Im besten Fall. Und ihn vielleicht auch.
Also, der hier oben ist tot. Der hier hat noch einen Lebenspunkt und er hat auch noch einen Lebenspunkt. Na gut, es war aber ein Versuch wert. Wäre sehr episch gewesen, wenn wir drei Leute hätten töten können. Zug beenden. Zephlor hilft. Und Schattenherz wird angegriffen. Sehr schön. Oh, Aradin auch richtig stark dabei. Unser Zoge Gale, kannst du auch weit springen? Ja, sollte reichen. Gale, du wirst jetzt auch 16 Lebenspunkte, wirst nicht mehr so viel machen können. Dann geh nochmal auf den Hexenpfeil. Der macht einfach am meisten Schaden. Und Zug beenden. Dann haben wir noch Ashtarion. Ihr sagt, hinterhältiger Angriff soll ich nochmal machen. Hier. Ich weiß nicht genau, müssen wir uns hinter ihn stellen, um einen hinterhältigen Angriff zu machen? Ich weiß es nicht. Aber wir können uns gerne mal neben ihn stellen. Und den Angriff ausführen. Das war auf jeden Fall ein Fehlschlag. Dann beißen wir ihn mal. Jawoll. Dafür haben wir einen Vampir im Team. Fehlschlag. Und Schattenherz kann ihn jetzt töten. 50% Wahrscheinlichkeit nur. Okay, stark. Und da hat sie ihn getötet. Sehr, sehr stark. Gut gemacht, ihr Lieben. Das Tor wurde geöffnet, das finde ich ganz schön, aber ich finde noch schöner, erstmal zu looten. Wir müssen erstmal alles mitnehmen. Wir müssen erstmal alles mitnehmen. Sehr schön. Lukindar sagt nein, das war kein hinterhältiger Angriff. Wie machen wir den denn? So. Goblin-Spurenleser holen wir auch nochmal. Wir sind ein bisschen überladen. Das können wir auf jeden Fall ändern, indem wir erstmal gucken, wer hier die Handschuhe der Macht trägt. Fingerfertigkeit plus 1, das klingt ja tatsächlich nach Ashtarion. Beim Nahkampftreffer bewirkst du möglicherweise einen Malus von 1d4 auf die Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels. Klingt nach ihm, Elixier der Feuerresistenz und so weiter. Und dann nehmen wir hier mal den ganzen Quatsch und schieben den mal rüber. Zu jemandem, der mehr tragen kann. Lederrüstung. Wäre das was für Schattenherz? Nein, ihre Rüstung ist jetzt schon besser. Und hier, Gale wird damit auch nicht geübt sein. Ja, der ist auch nicht damit geübt. Okay. Dann werden wir jetzt weiter looten. Denn ich bin einfach lootsüchtig. Ich kann dagegen nichts machen. Es ist einfach angeboren. Okay, wir haben jetzt wieder Zauberplätze verloren. Eigentlich wäre es wieder Zeit für eine Rast, oder? Eigentlich wäre es wieder Zeit für eine Rast, ehrlich gesagt. Weil wir wissen nicht, ob wir hier drin Arena haben oder so und da auch kämpfen müssen. Das weiß ich ja alles nicht. Aus diesem Grund werden wir jetzt mal ein Experiment durchführen. Denn, ihr Lieben, wir wollten mal ausprobieren, was passiert, wenn wir mit Schattenherz Ashtarion heilen. Und lieber jetzt ausprobieren, als wenn wir das irgendwann mal im Kampf brauchen und uns dann nicht sicher sind. Also es gibt zwei verschiedene Sachen, wie wir ihn heilen können. Einmal mit einem heilenden Wort und einmal mit
Wunden heilen und beides probieren wir mal. Heilendes Wort auf Astarion. Hätte ihn geheilt. Und Wunden heilen auf Astarion. Hätte ihn auch geheilt. Das heißt, Astarion wird, obwohl er ein Vampir zu sein scheint, eventuell oder höchstwahrscheinlich, er ist ein Vampir, wir wissen, er ist ein Blutsauger, trotzdem wird er geheilt dadurch. Damit wir die Zauberplätze jetzt wieder zurückbekommen, heilen müssen wir uns nicht, aber die Zauberplätze sind mir wichtig, werden wir noch eine Nacht rasten, dann gehen wir rein. Und wir werden bei dieser Rast auch nicht überlegen, ob wir Laesiel mitnehmen, weil bei dieser Aktion jetzt gleich ist es wichtig, dass sie nicht dabei ist, weil wir gesagt haben... Oh. Damn thing. It has to open surely. It has to do something. Shadowheart's attention is consumed by a strange box that she turns over in her hands. The box is inscribed with glyphs, similar to those used by the Githyanki. Ja, jetzt kommt die große Frage, ihr Lieben. Also, wir sehen, dass es ein Githyanki-Artefakt ist. Und das ist jetzt tatsächlich sehr, sehr interessant, denn Laesiel ist von den Githyanki. Und deswegen wollte Schattenherz wahrscheinlich zusätzlich nicht, dass sie mit dabei ist. Und wir könnten sie jetzt konfrontieren und sagen, woher habt ihr das? Das ist ein Githyanki-Artefakt. Oder wir sagen... Uns ist die Beziehung zu Schattenherz zu wichtig. Wir wollen sie damit nicht konfrontieren. Und ihr seid ganz eindeutig bei, wir müssen sie konfrontieren. Wir müssen wissen, was das ist. Es könnte eine Gefahr sein und es könnte hier auch zu Schwierigkeiten in der Gruppe führen. Ihr seid euch einstimmig einig. Wir fragen nach. In an instant, Shadowheart hides the box from view. It's nothing, trust me. Beautiful evening, isn't it? Schöner Abend, nicht wahr? Also, wir könnten ihr einfach zustimmen und sagen, komm, so wird es wohl sein. Wir könnten sagen, warum weicht ihr allen Fragen zu diesem Thema so konsequent aus? Das könnte sie verärgern. Aber vielleicht können wir sie damit knacken. Oder wir benutzen den Parasiten, um in ihren Gedanken rumzufuschen. Das wird sie auf jeden Fall verärgern. Deeskalieren mit der 1. Direkt ansprechen mit der 2. Wir deeskalieren. You can really appreciate the darkness out here in the wilds. Not like in the city, where they keep lamps burning all hours. It's not natural. Was sagen wir über die Dunkelheit? Was könnte Schattenherz gefallen? Die Dunkelheit gefällt mir, sie ist so friedlich. Kann ich schaden, das Dunkel zu erleuchten? Es ist tröstlich und sicher. Fast hätte ich euren Themenwechsel zugelassen. Erzählt mir vom Artefakt. Das wird auch gehen. Die Dunkelheit gefällt mir, sie ist so friedlich. Quite right. On that note, I think I'd like some time alone, if you don't mind. To meditate. We'll talk soon. Und das hat ihr gefallen. Also die Beziehung zu Schattenherz werden tatsächlich besser. Und wir können uns das, glaube ich, auch genauer anschauen, wenn wir auf den Charakterbogen gehen. Ja. Also Schattenherz haben wir hier. Na, nee, alles neutral. Alles neutral. Oh, guck mal. Gale ist eher im negativen Bereich. Auch Astarion. Das sind eure Entscheidungen, ihr Lieben. Ne? Das sind eure Entscheidungen. Schattenherz haben wir so in der Mitte behalten können. Aber vielleicht wird das ja noch was. Wir haben mit Schattenherz, hätten wir uns auf jeden Fall schon viel mehr verspielen können. Also ich glaube, mit Schattenherz haben wir gute Entscheidungen getroffen. Astarion reden wir nicht drüber. Gut, mit Schattenherz haben wir geredet. Gut, dass sie sich öffnet. Wir sprechen noch mal mit Astarion. Er ist glücklich. Wie genau wird man zum Vampir? Ich frage euch gar nicht, wer das wissen. It's simple. Just find a vampire that will drink your blood and turn you into a vampire spawn.
their obedient puppet. In theory, the next step is to drink their blood. Once you've done that, you're free. And a true vampire. Also, wenn wir Ashtarion beißen würden, würden wir selber zum Vampir werden. Okay. Theoretisch? Was bedeutet das? People think the biggest threat to a vampire is a cleric with a stake. It's not. The biggest threat to a vampire is another vampire. They're scheming, paranoid, power-hungry beasts. So why would any vampire give up control over a spawn to create a competitor? Trust me, it doesn't happen. Okay, jetzt könnten wir sagen, ihr habt mich ja gebissen. Was bedeutet, wenn wir ihn beißen, würden wir zum Vampir werden? Ich mach das mal. Ich will das wirklich wissen. No innocence. You have my word. Only villains that we need to kill anyway. After all, you know what I am now. I can fight with all my weapons, teeth included. And if I happen to drain the occasional bandit during a fight, what's the harm? They're just as dead. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich sag jetzt mal, wir werden ihn genau beobachten, oder? Oder wollen wir es nochmal abstimmen? Wollt ihr es nochmal abstimmen? Komm, wir stimmen es nochmal ab. Na schön, aber ich werde euch genau beobachten. Klingt gut, schön, dass wir uns einigen konnten. Nein, ihr dürft keine Leute austrinken, nur Tiere. Macht wenig Sinn, wenn wir im Kampf das nutzen wollen. Hört mal, ich habe nichts dagegen, wenn ihr an mir saugt. Excellent. Now, shall we go? I'm already feeling a little peckish. Erzählt mir mal eure Geschichte, das würde mich wirklich interessieren. Why do you insist on exhuming the past? I was a slave. A vampire spawn. Kept by the Tsar family. Perhaps I still am. I was never able to resist their commands. But now, I've been conveniently lost. They won't ever control me again. Sie werden mich nie wieder kontrollieren, sagt er. Okay, wir werden ihn jetzt nicht im Lager verfrachten, denn wir brauchen ihn jetzt nochmal. Das ist das, wo ich vorhin rausgerissen wurde bei der Schattenherz-Szene. Denn Laesiel hier hinten, die können wir nicht mitnehmen. Wir haben die ja getäuscht und haben gesagt, hey, das ist ein mächtiges Biest, wir kümmern uns um sie. Und dann kann sie jetzt hier tatsächlich nicht bei uns sein. Und hier ist sie. Sie ist in ihrer Freizeitkleidung, wie wir sehen, und trinkt eine ganze Menge. Wir sprechen mal mit ihr. Chatter already, Tusky. Eure Züge sind ungewöhnlich. Githyanki sind hier nicht gerade häufig. Wisst ihr viel über Gedankenschinder? Ich frage erstmal die zwei. I understand much beyond your comprehension. More to the point. I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Okay, sie hat keine Lust, mit uns zu reden. Trotzdem frage ich sie, was ohne Heilung aus uns wird. Da muss sie jetzt kurz durch. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist and a mind flayer is born. Okay, das hört sich nach etwas an, was ich nicht möchte. Ein widerliches Ende, das ich vermeiden möchte. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that.
The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. So, warum besorgt es euch, dass wir uns nicht verändert haben? Das ist doch gut. Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Okay. Frage 1, sollen wir die stellen? Eure Züge sind ungewöhnlich. Githyanki sind hier nicht gerade häufig. Ja oder nein? Das ist noch eine Frage. Ich glaube, das könnte nämlich schlecht ankommen bei ihr. Deswegen möchte ich euch das entscheiden lassen. So, bei ganz normalen Fragen, das mache ich einfach. Aber bei allen Sachen, die Konsequenzen haben können, kommt ihr natürlich mit rein. Okay, ihr wollt nachfragen. Ihr habt wohl noch keinen gesehen. Also wir wussten ja, was Githyanki sind, deswegen ist die 2 das Richtige. Weil das wäre blöd, wenn wir jetzt sagen, wir haben noch nie von euch gehört. Und 3 stimmt ja auch nicht. Wir gehen mit der 2. Sefiko ist auch dafür. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Deine Nase ist nicht schöner. Was ist das denn hier? Bitte, so groß ist sie nun auch wieder nicht. Eure aufwärts gebogene Fledermausnase ist auch nicht hübscher. Wirklich, danke, dass ihr das bemerkt. Trotz ihrer Sticheleien stillbleiben. Das ist jetzt was für euch. Jetzt wird's zickig, sagt Blumikorn. Ja, tatsächlich. Okay, wirklich? Danke, dass ihr das bemerkt. Was für eine schöne Nase, oder? It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Okay, in die Gruppe haben wir schon besprochen. Macht gerade noch keinen Sinn. Und ihr habt eben im Chat bemerkt, dass die hier auch alle unterschiedliche Zelte haben. Wir sind bisher noch nicht genau drauf eingegangen. Das können wir uns gerne einmal kurz anschauen. Also sie hat hier einen Schleifstein. Sie trinkt hier ordentlich Bier oder was auch immer sie da süffelt. Hier sind Köpfe von Gedankenschindern. Irgendeine Art Mammutzahn, welches sie einst erlegt hat. Hier auch noch von der Jagd irgendwie geborstenes Fell, ein Hyänenkopf. Ihr Zelt hier vorne. Und hier eine Kampfpuppe. Auf Gedankenschinder gemacht. Und ein konservierter Ogerkopf. Sehr, sehr cool. Hier haben wir das Zelt von Ashtarion. Was besonders witzig ist, ist, dass er hier einen Spiegel hat. Können wir hier reinschauen? Leider nicht, nein. Witzig ist, dass er hier einen Spiegel hat als Vampir. Hier hat er seine Rüstung. Und hier sehen wir auch ein bisschen Blut. Ansonsten relativ adlig eingerichtet. Hier unten ist Gale. Gales Zelt ist, ja, wie man sich das bei einem Magier vorstellt, mit einem Teleskop, mit einer komischen Flasche, Tintenfass, viele Bücher, bisschen orientalische Kissen hier eingerichtet, also viel rumgekommen anscheinend. Und dann haben wir Schattenherz noch. Wo bist du? Schattenherz. Nee, das ist nicht Schattenherz-Versteck. Wo bist du, Schattenherz? Schattenherz! Ich glaube, ich bin gerade nur blind, oder? Nein, hier hinten. Hier Schattenherz. Und sie? Ja, auch ein paar Bücher, auch ein bisschen was zum Schreiben dabei. Bisschen Weihrauch. Eine Pflanze, ein paar Kerzen an. Hat's auch ganz schön. Und natürlich auch auf Dunkel angelehnt. Ja, das ist schon ziemlich cool. Dann wollte Loken da hier noch das, den Charakterbogen sehen von Laesil, von unserer Githyanki. Und ich hoffe, dass dir das hier was bringt. Du kannst allerdings auch über die Twitch-Integration jederzeit auf unsere Charaktere zugreifen und sie dir anschauen. Das müsste eigentlich auch gehen.
Ich hoffe, du hast alles gesehen, was du sehen wolltest, mein Lieber. Später schauen wir sie uns nochmal genauer an, wenn sie mit in die Gruppe reinkommt. Und dann haben wir mit allen geredet. Nee, mit Gail noch nicht. Mit Gail haben wir noch nicht geredet. Dann reden wir mit ihm nochmal. Falls er denn mit uns reden möchte. Guck mal, hier ist sogar ein Steinbett. Guckt mal, die Githyanki, die schläft nicht mit uns am Lagerfeuer. Die hat sich hier abseits ein Bett gebaut. Das ist ja cool. Coole Details. Gail. The Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated. But a welcome one nonetheless. Ein Githyanki schließt sich unserer Gruppe an. Mit einer solchen Zusammenarbeit hätte ich nicht gerechnet, aber dennoch ist sie willkommen, sagt Gail. Ja, er ist super lieb. Er ist super lieb unterwegs. Aber unterm Strich gibt es hier für uns nichts mehr zu tun. Wir werden ein bisschen rasten und dann hoffen wir, dass Nettie eine Heilung für uns hat. Wir gehen mal zu Bett. Lange Rast. Oh Gott, ich habe zu viel gerastet, oder? Ich habe zu viele Vorräte reingemacht. Oh Gott, das war ein Riesenfehler. Verdammt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er alle drei Vorratspakete nimmt, sondern selber so schlau ist und nur eins nimmt. Okay, dann ist es halt so. Wir werden nicht laden für sowas. Wir werden nicht laden. Genau, und Laesiel ist eine Githyanki. Aber wenn jetzt jemand sie als Orkin bezeichnet, ist das, glaube ich, auch okay. Das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Auch wenn es falsch ist, natürlich. Dunkler Herrscher, schön, dass du da bist. Wir gehen rein in den Smaragdhain. Schön, dass auch Dornka wieder mit dabei ist. Und Foxter, einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Nach dem gestrigen Stream. Schön, dass ihr wieder da seid. We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Ihr habt sie direkt zu uns geführt und den Druiden habt ihr ihnen auch überlassen. Unfassbar! Er ist richtig, richtig wütend, aber man muss dazu sagen, er darf auch wütend sein. Er hat ihnen auch geholfen. Das war richtig lieb von ihm. Wo ein Goblin ist, sind auch 10. Ich verschwinde, bevor die Horde anrückt. Nein, wir wollen ja nicht verschwinden. Entspannt euch, Druiden. Diese Goblins machen keine Gefangenen. Ihr dürft jederzeit meine Bezahlung rausrücken. Ich entscheide mich mal für die 3, weil uns das mehr Informationen bringt. Wir haben ihn zurück in den Ruinen verloren. Das ganze Place ist crawling mit Gobos. Er trusted you. Niemand forced ihn, mit uns zu gehen. Er insisted. Und wenn Dinge got tough, he couldn't keep up. Simple as that. My God, you're a coward. The human's eye twitches. He's about to blow. Okay, der Mann hier dreht gleich durch. Ich glaube nicht, dass es gut wäre, wenn er im Lager hier durchdrehen sollte, bei den Tieflingen. Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten. Jetzt ist wieder eure Entscheidung. Werden wir dem Tiefling eine verpassen? Werden wir dem Menschen eine verpassen? Werden wir sie einschüchtern? Übrigens können wir das nicht. Oder werden wir sie überzeugen? Da sind wir gut drin. Gewalt bringt die Toten nicht zurück, hört auf und denkt nach. Und ihr seid dafür, ihr seid für die 4. Ja, ihr seid eindeutig dafür zu sagen, hey, wir überzeugen sie und es bringt auch nichts hier. In dieser Art und Weise zu interagieren. Wir überzeugen ihn. Okay, ihr seid einstimmig dafür, cool. Wir nehmen den Bonus Gezeiten des Chaos, lassen den Freunde-Bonus raus. Wir lassen den Freunde-Bonus raus. Nehmen wir Gezeiten des Chaos rein, ist die Frage. Oder nehmen wir nur den Freunde-Vorteil rein? Gezeiten des Chaos könnten wir gleich nochmal gebrauchen bei einer anderen Sache. Mit dem Freunde-Vorteil könnten wir 2 Würfel werfen. Es könnte aber sein, dass sie es mitbekommen. Ich glaube aber, wir machen das so. Ich glaube, wir machen das so. Okay, das hat geklappt. Sehr stark. You're right.
There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Okay, wir konnten sie schlichten. Sehr gut, und es hat Schattenherz gefallen. Das haben wir gut gemacht. Wir brauchen einen Heiler, und es wird hier einen Heiler geben, und zwar Nettie. Wir gehen, glaube ich, erstmal schnurstracks in die Stadt von denen und gucken uns da mal genauer um. Oder? Was haben wir hier noch? Gar nichts mehr. Ja, ich glaube, wir werden jetzt nicht viel uns hier umsehen, sondern gehen direkt in die Stadt. Wir wollen jetzt erstmal den Heiler sehen, bevor wir uns hier genauer umschauen. Und wir können mit Zephlor tatsächlich nochmal reden. Das machen wir auch nochmal. Aradin's a blowhard, but that's no cause for me to join him. Thank you for your help out there. I'm Zevlor. Ich bin Firuvin. Bedankt euch gern mit Münzen. Was ist das hier? Fox hat nochmal gefragt, hey, geht die Twitch-Integration nicht? Ja, wir können es gerne noch einmal gemeinsam ausprobieren. Wir probieren es jetzt nochmal aus. Benutzt jetzt mal nicht den Chat, sondern versucht mal mit der Twitch-Integration zu interagieren. Wir hatten vorhin die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder darauf zugreifen konnte. Deswegen haben wir wieder den Chat dazu genommen. Dann entscheiden wir uns für Ich bin Firuvin. Well met. I should warn you. Visitors are no longer welcome in this grove. Whatever your business, I'd see to it quickly. The druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Okay, er sagt, wir müssen uns wirklich beeilen, weil die Leute hier nicht unbedingt freundlich gesittet sind bei neuen Leuten. Ich würde ganz gern wissen, ob es noch mehr solche Angriffe gibt. There have been several attacks by different monsters. The druids blame us outsiders for drawing them here. Nobody's welcome anymore. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Sie sind keine Kämpfer. Das heißt, sie sind hier an diesem Ort gebunden. Sie können nicht rausgehen. Wir brauchen unbedingt einen Heiler. Goblin got you. The Druid Halcyn's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice, Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've withdrawn there to prepare this damn ritual of theirs. Okay, er sagt auch, dass wir uns an Nettie wenden können. Das ist ja die, warum wir überhaupt hier sind, weil uns gesagt wurde, dass sie eine richtig gute Heilerin ist. Was führt denn Zephlor hierher? Wir sind Refugees aus Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Rettungswurf gescheitert, Geschichte, schade. Obwohl wir in Geschichte gut sind, weil wir weise sind, das ist sehr, sehr schade. Der Abstieg, was ist das? I'm surprised you haven't heard of it. The High Overseer, our grand protector, signed a pact with devils. It dragged Elturel straight to hell. Lucky for us, a group of adventurers found a way to bring the city back. Afterwards, people looked at us and just saw devilkin. No different from the druids here, really. Oh, es ist knapp bei euch. Ganz, ganz knapp sagt ihr, wir sollen fragen, ob die Druiden es nicht unterlassen könnten. Okay. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though? I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Okay, er sagt, wir könnten sie überreden. Also es wäre in seinem Interesse tatsächlich. Dann sagen wir mal, mal sehen, was ich tun kann. We're messengers now. We'd owe you a great debt. If we're forced to leave now, we won't make it to the city.
You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Okay, cool. Sehr, sehr cool. Also, das bedeutet jetzt, dass wir eventuell die Druiden noch ein wenig warten lassen könnten. Was den Tieflern hier hilft, aber was auch uns hilft. Das ist sehr gut. Luftige Sandalen. Gibt's auch weiße Socken? Ich frag für einen Freund. Wir gehen mal ein bisschen weiter rein und sind jetzt hier in der Senke. Sehr cool. Hallo Aaron. Hier hinten ist Streit. Wir gucken uns den Streit gleich an. Wir wollen erstmal mit Aaron reden. Refugees, adventurers. No one in years and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. Das Ritual ist bald abgeschlossen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was verkauft ihr? Ich würde ihm gerne Sachen verkaufen. Wir haben so viel Müll im Inventar. Wir fragen ihn mal, ob er was verkauft. Just some bits and bobs I no longer need. Oh mein Gott, wir können Dinge verkaufen. Okay, wir werden jetzt richtig viel Schrott loswerden. Das ist das Beste, was wir bis hierhin hatten. Drachengriff, 3 bis 11 Schaden. Das wäre natürlich was Interessantes. Besser als den Speer, den sie hat. Lebendig verbrannt, bewirkt zusätzlich 1 bis 4 Hiebschaden bei brennenden Zielen. Wir werden häufig brennende Ziele haben. Macht mehr Schaden. Könnte mehr Schaden machen bei brennenden Zielen. Finde ich gar nicht verkehrt. Drachengriff für Schattenherz. Wenn wir das hier mitnehmen, dann können wir hier nämlich sagen, wir brauchen weniger Gold. Und dann tauschen wir. Und dann bekommt sie nämlich den Drachengriff. Sehr schön. Das sollte passen. Das sollte soweit passen. Möge Sylvanus euch leiten, sagt er. Und je mehr sie uns mögen, desto bessere Preise hat der Händler. Ich würde ganz gerne nochmal in das Handelsmenü rein. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Geld. 784. Wir haben hier noch eine Lederrüstung, die keiner von uns tragen kann. Die Frage ist, können wir uns noch irgendwas Cooles von ihm leisten? Pfeil des Ilmater. Könnte, glaube ich, unser Gale tragen, oder? Nee, das ist, ist tatsächlich nur als Fernkampf-Pfeil gedacht. Regentänzer. Damit könnten wir Wasser erschaffen. Ich wüsste nicht, wofür das notwendig wäre. Na, wobei, wir können Blitzschaden machen. Das wäre vielleicht eine coole Möglichkeit, um hier doppelten Schaden zu machen, mit den Elementen zu interagieren. Aber ich glaube, das ist alles nichts, was wir brauchen. Ja, okay, dann holen wir uns hier nochmal 20 Gold und sind dann wirklich mal ein bisschen leer geworden hier. Sehr schön. Ja, das passt doch soweit. Jetzt haben wir noch alles Sachen, die wir auch gebrauchen können. Ich glaube, das passt. Und die Sachen, die er hier im Angebot hat, die sind halt teilweise nur minimal besser als die, die wir haben. Viel zu teuer. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Die Handschuhe des Geschossfangs wären interessant, aber 320 ist auch zu teuer. Das machen wir nicht. Dornka sagte, der Bogen wäre cool. Einmal pro kurzer Rast regenerierst du einen Zauberplatz des ersten Grades, wenn dir mit dem Zauberdieb ein kritischer Treffer gelingt. Da wir so viele Zauberplätze verbrauchen bei den Kämpfen, bringt uns eine kurze Rast, glaube ich, nicht so viel, oder? Weil wenn Schattenherz dann nichts dazu gewinnt,
haben wir nicht so super viel gewonnen davon, glaube ich. Hat mich ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig abgeholt. Okay, also sonst hat mich hier nichts angesprochen, ehrlich gesagt. Aber das war erstmal gut. Haben wir einen Händler gefunden und unseren ganzen Kram mal losgeworden. Und jetzt gehen wir hier mal zu den nervigen Streit hin. Was soll das hier? Pels, we can't just leave. They're kin. I'll not gamble our lives, our futures, on people who are as good as dead. We must leave for Baldur's Gate at once. Can we all just take a moment, please? What's the point in blades and spells if we don't bloody use them? We should stay. These people aren't fighters. We can help. Or yell louder. That's fine too. Oder lauter brüllen geht auch. Wir könnten sie ermutigen, dass sie gehen sollen. Die Goblins werden wiederkommen. Oder wir überzeugen sie, dass sie hier bleiben sollen, denn jede Klinge zählt. Jede einzelne Klinge zählt. Und ihr seid dafür, dass wir sie überzeugen, dass jede Klinge zählt. Okay, dann machen wir das. Dorngov sagt noch, wir hätten die Schaufel kaufen können. Wir haben eine Schaufel heute schon gefunden. Wir haben heute schon eine Schaufel gefunden, glücklicherweise. Wenn wir den Freunde-Vorteil nehmen, haben wir 2 Würfel, ist glaube ich ein bisschen sicherer. Machen wir mal. Okay, hat auch geklappt. Wunderbar. Sehr, sehr stark. Und das war erfolgreich. She's right, Roland. We're better than this. Zergen. Fine, I'll stay too. Lest you both end up with your throat slit by goblin blade. Thank you, Roland. Und der nächste Streit, den wir geschlichtet haben. Sind wir hier als Mediator angekommen oder was? Das gibt's ja wohl nicht. Depends. How many people are dumb enough to ask? Okay, hier haben wir ein paar Tiere, hungrige Ochsen. Wir sprechen mal mit Toron. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Wir sollen verschwinden, sagt er. Können wir mit den Ochsen interagieren? Alles klar. Ja, der Ochse hat nicht so richtig Bock auf uns. Hier sind ein paar Kämpfer. Und hier ist Will. Hier sehen wir den, der so cool gekämpft hat. Der hat mir richtig gut gefallen. Wir sprechen mal mit ihm. Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. Der ist cool. Ich mag ihn. Ich möchte ihn in unserem Team haben. Hallo, kann ich euch kurz sprechen? Der Bursche ist ein hoffnungsloser Fall. Ihr verschwendet eure Zeit. Sein guter Ratschlag, du solltest ihn beherzigen. Bei Kindern entscheide ich mal, sonst habe ich Angst, was wir machen. Wir gehen auf, das ist ein guter Ratschlag, du solltest ihn beherzigen. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The blade of frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the blade of frontiers racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe, hell. Hell's great fires. You were on the ship. Es ist zum Glück sehr gut, dass wir so mit den anderen verbunden sind. So wissen wir immer sofort, aber wirklich sofort, wer auch diesen Parasiten im Kopf hat. Und
Wir machen zwei, oder? Ich glaube, wir machen zwei. Dass noch jemand entkommt, den Göttern sei Dank. Ich kann jeden Freund gut gebrauchen. Wir haben ja gesagt, wir wollen erstmal alle aufnehmen. Und dann können wir immer noch aussortieren. Logan Down und Plumikorn wollen tiefer in seinen Verstand. Ich glaube nicht, dass es ihm gefallen würde. Dann warte ich nochmal kurz, was ihr sagt. Was seid ihr für Monster? You see the fiend again and ignite with Will's rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living. Evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli. A devil's advocate. A champion in the blood war between diabolical forces and demons. Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mindflayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Advocatus Diaboli ist eine Frau. Und er will sie töten. Wir können sagen, wir machen uns wegen des Parasiten größere Sorgen. Wir sollten uns zusammenschließen. Ich helfe euch dabei, diese Teufelin zurück in die Höllen zu treiben. Ihr habt eine Gedankenschinderlarve in eurem Kopf. Macht euch das keine Sorgen. Wir sollten uns zusammenschließen und wir helfen ihm dabei, die Teufelin zurück in die Höllen zu treiben. Dann machen wir das. Excellent suggestion, but your party's full up. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Okay, dann geht in mein Lager und wir holen dich, sobald wir können und sobald wir wollen. We'll talk more there. Sehr cool, er ist super cool. Ich freue mich sehr, dass er in unserer Party ist. Dann sprechen wir mal mit Asharak. I saw you at the gates. You fight well. Vielen Dank. A few words for the kids. Spare a story or two. Das können wir. Seid stark und wacht über eure Sippe. Im Vertrauen liegt der Sieg. Ja, das machen wir. Thanks. I prefer when they smile. Bei Kindern übernehme ich, ihr Lieben. Das kann ich nicht zulassen, dass ihr da auch so bittere Entscheidungen trefft. Das kann ich, das lasse ich nicht zu. Ich sag denen nicht, dass sie alle sterben werden. Das mache ich nicht. Okay, hier könnten wir auch einbrechen und so. Ich glaube, wir sind gerade noch nicht in der Lage oder sollten sowas noch nicht machen. Solche Spielchen. Eramas, wer bist denn du? Goblins, Druids, this grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Sie sagt, wir sollen einfach verschwinden. Hier hinten geht's noch weiter. Wo kommen wir denn zu Netti? Zorro. How long do you think we've got before the goblins come? Will nicht mit uns reden. Er sagt nur, oh Gott, wann kommen die Goblins? Hilfe! Oh, ein Schmied, das könnte cool werden. Das könnte sehr, sehr cool werden. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Lasst mich eure Ware sehen. Hast du coole Sachen für uns? Also, wie gesagt, schwere Rüstung kann, glaube ich, keiner von uns tragen. Jedenfalls nicht von den Leuten, die wir hier mit dabei haben. Sie ist aber auch ungeübt in mittleren Rüstung, muss man auch dazu sagen. Aber so viel besser ist die Rüstung halt auch nicht, dass ich dann sage, wir wollen jetzt wirklich 400 dafür hinlegen. Was haben wir denn hier sonst noch? Okay, Helme haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Helme haben wir noch gar nicht. Da könnten wir sicherlich was machen. Also, du kannst... Sie könnte das Kettenhemd tatsächlich tragen. Das würde schon gehen. Aber wie gesagt, ist nicht stark genug.
Sie hat ein Diadem, was als Helm zählt, das heißt... Aber das bringt ihr keinen Schutz. Das heißt, sie könnte einen Helm tragen, in der Tat. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, der Helm, der zur mittleren Rüstung zählt. 80 ist auch nicht teuer, muss man sagen. Also 80 könnten wir ausgeben für Schattenherz. Unser Kollege hier könnte auch ein Herz auch einen Helm tragen. Rettungswürfe, Geschicklichkeit, warum nicht? Und die Magier haben dann keinen Helm. Das können wir tatsächlich machen. Dass wir jetzt hier einmal beide Helme kaufen. Die sind auch nicht teuer. 130 haben wir jetzt locker übrig. Das haben wir locker übrig. So. Das sollte passen. Und dann... tauschen wir mal. Jagdkurzbogen. Schwere Armbrust. Können wir nicht mit umgehen. Großschwert können wir nicht mit umgehen. Wir kaufen erstmal das. Dann gucken wir nochmal nach Waffen. Also du hast hier den Drachengriff bekommen. Ein Dolch für Astarion. 5 bis 8 Schaden. Ja, das könnten wir machen. Hätten wir hier noch irgendwas für Gale. Wobei er im Nahkampf jetzt natürlich nicht so wichtig ist für uns. Ja, wir kaufen noch einen Dolch für Astarion, glaube ich. Das sollten wir machen. Hier hätten wir natürlich auch ein besseres Kurzschwert, aber wir nutzen sie auch nicht als Kämpferin im Nahkampf. Von daher bekommt sie das erstmal nicht. Dann holen wir noch für Astarion den Dolch. Sehr schön. Gehen hier auf 80. Wir zahlen keinen Cent so viel. Und dann kannst du nämlich auch deinen Dolch, den du gerade hast, verkaufen. So, können wir das hier auch eintragen? Ich glaube ja, ne? Sehr gut. Und dann war's das für uns. Sehr schön. Wir gehen mal ganz kurz in die Charakterauswahl. Um hier einmal kurz die Sachen rüber zu transferieren. Also, wir haben... hui, alles sehr unaufgeräumt. Gibt es hier eine Möglichkeit, das aufzuräumen? Ich glaube nicht, ne? Ich sehe jetzt hier nichts, womit wir das sortieren können. Wir haben hier den Lederhelm. Den bekommt Astarion aufgesetzt. Sehr gut. Dann haben wir noch einen weiteren Helm. Den bekommt Schattenherz aufgesetzt. Dann haben wir noch einen Dolch gekauft. Hier. Und den bekommt Astarion in die Hand rein. Sehr schön. Ich glaube, das passt soweit. Jetzt können wir hier natürlich noch sagen... Helm bei Dialogen ausblenden. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass wir die Helme schon sehen, aber bei Dialogen werden die dann ausgeblendet. Das sollte schon passen soweit. Sehr schön. Und dann reden wir nochmal weiter mit ihm. Aber mit Firuvin wieder. Dornka fragt, spitzt du Astarion bewusst mit nur zwei... mit nur einem Dolch statt zwei Dolchen. Ich wusste nicht, dass er zwei tragen kann, ehrlich gesagt. Okay, die Schmiede fällt hier gleich auseinander. Seid ihr wirklich ein Schmied? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Okay, wunderbar. Die Waren haben wir uns ja schon angeschaut. Sehr gut. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Wir brauchen Nettie. Wo finden wir Nettie? Depends. How many people are dumb enough to ask?
Okta Tantchen Ethel. Hi Leute. We should have left by now. Achso, mit dir haben wir schon gesprochen vorhin. Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Bleiben ist ein Fehler, das hatten wir doch schon mit dir. Ihr tut das Richtige. Komm, alles cool. There's every chance we've doomed ourselves by helping these people. We will end up fodder for some goblin's blade, all because Leah insists on helping every wounded foe we see. Our best chance to make it to Baldur's Gate is on our own. This place is lost. Der Ort ist verloren. Warum wollt ihr so dringend in die Stadt? You are looking at Laroican's newest apprentice. Yes, that Laroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramaz's tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Okay. Wollen wir uns vorstellen lassen mit dem mächtigen Zauber? Zauberer, das ist eine gute Frage. Gute Idee, mächtige Leute zu kennen, kann nicht schaden. Wartet, ich bin mir bei diesem Lorican nicht so sicher. Gale hat eigentlich gehört, dass er ein Schuft wäre. Wir müssen gehen, wir haben ein noch dringeres Problem schon vergessen. Bei Duria, ich habe einiges über Lorican gehört und nicht nur Gutes. Ja, wir sind ja selber bei Duria. Und aus diesem Grund können wir auch die vier nehmen. Und wenn wir was Schlechtes gehört haben und Gale was Schlechtes gehört hat, dann könnte es wirklich ein Schuft sein. Es könnte wirklich so sein. Und ihr seid auch für die vier. Okay. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Laroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Laroican will be known far and wide. You'll see. Okay, ich bin gespannt, was wir irgendwann von Laroican hören werden. Dann sprechen wir mal mit Okta. You saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Ja, warum sollten wir keine Schüssel nehmen, ist die Frage. Ich habe keinen Hunger. Was ist das genau? Nein, danke, der Geruch reicht schon. Eine Schüssel mit grauer Pampe erinnert mich an zu Hause. Wir fragen erstmal nach, was genau das ist. Wollen wir die Schüssel nehmen, ja oder nein? Eins oder zwei? Ihr wollt's essen. YOLO. Cool, wie viele mitmachen. Freut mich wirklich sehr. Dann nehmen wir das. Okay, ihr wollt's essen. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Und wir haben Grütze erhalten. Das werden wir bei der nächsten Rast essen. Mmm, lecker. Tantchen Ethel. Du siehst so aus, als wenn du Nettie kennst. Hier sieht alles nach Heiler aus. Ah, it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of color in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Tantchen Ethel. ja, also wenn sie sich uns anschließt, also sich um uns kümmern will, habe ich eigentlich nichts dagegen. Wir könnten uns umsorgen lassen mit der 3.
Oder wir hätten eine wilde Magiefähigkeit. Wir können sagen, wir kriegen uns selber wieder hin. Aber ihr wollt, dass wir uns von Tantchen Ethel umsorgen lassen. Okay, wir werden uns jetzt in ihre Arme fallen lassen. Und Tantchen Ethel wird uns behandeln. Das wird ganz großartig bestimmt. Aha! You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Und was ist das genau? Oh, it's just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Wir sehen schrecklich blass aus. Schwer zu erklären, würde ich mal sagen. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. Why, she sounds positively demented. I love it. Let's tell her everything. What is it, Petal? What's wrong? Okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Jetzt müsst ihr entscheiden. Ihr seid einstimmig für die Eins. Okay, super cool. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help, serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Na klar, sie hat einen Antiparasitentrank zu Hause. Irgendwas an euch ist seltsam. Meine Zeit könnte knapp bemessen sein. Ich kann mir keinen Hausbesuch leisten. Was denn zum Beispiel? Wir fragen nach, oder? Okay, ihr wollt das. Alles klar. Tantchen, danke, dass du dich so lieb um uns kümmerst, aber irgendwas an dir ist schon ein bisschen seltsam, oder? Oh, whatever do you mean, Petal? Euch haftet ein Hauch von Wildnis an. Ihr habt auch Magie, aber sie fühlt sich ungewöhnlich an. Könnt ihr auch zaubern? Habt ihr schon mal versehentlich etwas in die Luft gejagt? 1, 2 oder 3, ihr Lieben? Okay, dann gehen wir mit der 3. Habt ihr schon mal versehentlich etwas in die Luft gejagt? Not accidentally, no. I'm a simple woman, sweetie. Tea and potions are as exciting as it gets for these old bones. But enough nattering. I'll be heading home shortly. Here, let me mark it on your map. Be careful on the road. I'd hate if something happened to you. Take care, Petal. Okay, wir haben jetzt eine Markierung bekommen. Hier drüben. Ne, Jage Karlach ist sie nicht. Wo ist sie? Hier. Das ist ihr Zuhause. Relativ weit entfernt. Aber nicht verkehrt. Das heißt, wir können tatsächlich einen Hausbesuch bei ihr abhalten und sie meint, sie hätte irgendwas zu Hause. Ich bezweifle es zwar, aber wir können sie ja durchaus fragen. Wir werden nach jedem Strohhalm greifen, um diesen blöden Parasiten aus dem Kopf rauszubekommen. Nach jedem einzelnen Strohhalm. Bart, mit dir haben wir zusammen gekämpft, oder? Ich glaube ja. Good to be back behind the walls, have to say. For as long as that lasts. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir sprechen mehr miteinander. Aradin, aber vielleicht mit dir. If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot.
Ihr habt euch nur für eure Truppe eingesetzt, das respektiere ich. Ihr könntet ein bisschen freundlicher sein. Ja, ihr habt euch für eure Truppe eingesetzt. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. Wer ist denn dieser Druide? Alsin. He's a leader around these parts. Or was. We've got a contract. To track down some relic. And he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Ja. Kann ich diesen Auftrag einmal sehen? Vielleicht können wir uns mal dem Relikt widmen. Job's all yours. If you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay goblins for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. Okay, wisst ihr zufällig, wo das Relikt ist? If I knew that, I wouldn't be back here, with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kelimvor, I won't stop you. It's called the Night Song. It's supposed to be hidden under the temple where the goblins jumped us. I'd give you the map and wish you a happy funeral, but my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back. If you feel like dying. Jo, danke schön. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. Das bedeutet, wir können hier ein Relikt finden, das hier irgendwo versteckt ist. Und würden richtig viel Geld dafür bekommen. Vielleicht kann es uns aber auch weiterhelfen. Wo waren wir denn jetzt schon und wo waren wir nicht? Also hier, mit denen haben wir schon gesprochen. Hier sind wir selber, Aradin, Bart und Melly. Mit Melly haben wir nicht gesprochen, das ist aber glaube ich nur das Kind. Genau. Zorro sollten wir finden, das wäre erstmal die erste Sache. Und das zweite, wir müssen Nettie immer noch finden. Und hier drüben ist Nettie, sehen wir das richtig? Wir könnten auch in die Steintür reingehen, dann könnten wir die Druiden erstmal darum bitten, dass sie aufhören. Ich schätze mal, dass sie hier hinter der Steintür sind. Gut, dann gehen wir glaube ich erstmal in die Steintür und gucken mal, ob wir die Druiden hier sehen. Eventuell. Gucken wir mal. Verborgenes Gemach. Na, so verborgen war das tatsächlich nicht. Wen haben wir denn hier? Zephlor und Thesis. Ja, guten Tag, ihr Lieben. Have you spoken to Corga? Noch nicht. Of course, you have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble for all of us. No, sir. Aber wir wissen auch nicht, wo Kaga ist, ehrlich gesagt. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Genau, wir haben am Tor geholfen, vielen Dank. Wir können hier natürlich nichts klauen, das würde auffallen. Okay, das heißt, wir gehen hier hin, wenn wir mit Kaga gesprochen haben. Ich dachte eigentlich, wir können jetzt hier mehr finden, aber so viel war jetzt hier tatsächlich nicht los. So, dann muss ich mich nochmal ganz kurz orientieren. Also, hier links lang, hier hinterm Tor oder geradeaus? Also hier rechts rum. Ja, das heißt, wir gehen jetzt hier rechts rum. Die Leute sind hier alle am Streiten. Hier haben wir schon eingekauft und dann müssen wir hier rechts lang. An den Ochsen vorbei. Und ich muss, glaube ich, gleich einmal niesen. Kennt ihr das? Wenn ihr kurz davor seid, aber nicht wisst, ob ihr gleich niesen müsst? Hui! Da habe ich geniest. Da müsst ihr einmal durch. Doni, hi. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring.
Alles in Ordnung bei dir? Mhm. Anscheinend schon. Bist du in Gedanken woanders? Mhm. He's still staring right past you. Wir drehen uns mal um, um dem Blick zu folgen. You see nothing out of the ordinary. When you turn back, there's no trace of the child. Das war verdammt merkwürdig und ich danke euch für die Gesundheits- und Schönheitswünsche. Dürfen wir daran? Anscheinend. Wir nehmen alles mit. Und dann schaue ich natürlich noch mal kurz rein, was wir hier haben. Also hier können wir sortieren, meintet ihr vorhin. Das ist gut. Hier. Metallhandschuhe. Mittlere Rüstung ungeübt. Das könnte vielleicht was sein für Schattenherz. Gucken wir mal. Ja. Wunderbar. Und Schattenherz hat auch ein Level-Up, sehe ich das richtig? Jawohl, schaut mal. Schattenherz hat ein Level-Up, ihr Lieben. Stufenaufstieg. 24 Lebenspunkte, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Unsere Klerikerin. Klassenmerkmale. Zauberplatz der Stufe 2 freigeschaltet und hier haben wir auch krassere Zauber, wenn ich das sehe. Spiegelbilder. Du hast eine Minute lang 3 illusionäre Duplikate von dir um dich. Die Gegner ablenken und deine Rüstungsklasse um 3 erhöhen. Spurloses Gehen. Du beschwörst einen Schleier aus Schatten und Stille, der dir und allen Gefährten in Reichweite einen Bonus von 10 auf Würfe auf Heimlichkeit verleiht. Schützendes Band. Er erhält Resistenz, also ein Verbündeter. Das hier wäre ein Schadenszauber. Okay. Können wir hier einen anderen Zauber vorbereiten? Was haben wir denn hier gerade vorbereitet? Gebet der Heilung. Kann nicht im Kampf gewirkt werden. Wirkt nicht auf Untot oder Konstrukte. Gebet der Heilung. Heilt alle Verbündeten, die du sehen kannst. Das ist nach dem Kampf natürlich cool. Ich würde das sogar drin lassen wollen. Dann haben wir hier Wunden heilen, 4 bis 11 und 4 bis 7 das heilende Wort. Das hier ist über Entfernung, das ist, wenn wir direkt daneben stehen. Schild des Glaubens, finde ich auch cool. Und hier 2 gute Schadenszauber. Eigentlich sind wir ganz gut ausgestattet. Aber was hätten wir hier denn noch an Stufe 2 Zaubern, die vielleicht noch besser wären? Schutz vor Gift, Emotionen besänftigen, eine Person festhalten, spirituelle Waffe. Beschwöre eine schwebende, geisterhafte Waffe, die deine Gegner gemeinsam mit dir angreift. Ich bin eigentlich zufrieden soweit, muss ich sagen. Also, wir nehmen das an, haben jetzt hier das Gebet der Heilung mit dabei. Das könnte uns tatsächlich helfen. Das nehmen wir mal mit. Gut gemacht, Schattenherz.